Medikamente in vielen Farben und Formen mit ganz unterschiedlichen Wirkstoffen. Hier in der Apotheke des Klinikums werden sie nicht nur bestellt, gelagert und verteilt, sondern auch selbst hergestellt. Die Substanzen dafür werden strengen Kontrollen unterzogen. Regelmäßige Eingangsprüfungen sind Pflicht. Die Apotheker überprüfen, ob in den Behältern mit den Grundstoffen auch das drin ist, was draufsteht. Pro Jahr sind es mehr als 650 Packungen, die kontrolliert werden. Bei der Herstellung einer Salbe zum Beispiel untersuchen die Apotheker die Ausgangssubstanz mit einem Infrarotspektroskop. Da wird die Schwingung der Moleküle in einem bestimmten Wellenbereich, im Infrarotbereich, aufgenommen. Und anhand der Transmission gibt man ein Profil, im Prinzip ein Fingerprint von dem Stoff. Das vergleichen wir gegen einen bereits geprüften Stoff, von dem wir wissen, dass es der gleiche Stoff ist, und schauen, ob das übereinstimmt. Die Herstellung von Arzneimitteln. Sie bietet vor allem patientenorientierte und qualitative Vorteile gegenüber den Medikamenten aus der Industrie. So verlangen einige besonders komplexe oder schwierig zu behandelnde Erkrankungen ganz individuelle Arzneimittel. Pro Jahr werden hier in der Apotheke des Klinikums mehr als 23.000 Packungen hergestellt. In vielen Fällen ist die Dosierung von besonderer Bedeutung, denn es gibt Patienten, die nur geringe Mengen vertragen. Wir machen viele Medikamente selber, weil wir viel für unsere Neonatologie herstellen, für die Kinderklinik. Und die haben so geringe Dosierungen, die werden industriell nicht hergestellt. Deswegen machen wir die eben noch selber per Hand. Ob Salbe, Kapsel oder Lösung, in jedem Fall erfolgt nach der Fertigstellung eine ausführliche Abschlusskontrolle. Bei einer Salbe zum Beispiel überprüft die Apothekerin mithilfe einer Dünnschichtchromatographie die Qualität des Medikaments. Eine Dünnschichtchromatographie ist ein Verfahren, wo anhand einer festen Phase, das ist diese Platte, mit einer mobilen Phase eine Trennung der Stoffe erfolgt. Und anhand der Laufhöhe kann man gucken, ob das übereinstimmt. Wir haben jetzt einen Vergleich gemacht. Ich habe die Salben, die wir hergestellt haben, aufgetragen gegen den Arzneistoff, der da drin sein soll, ungefähr mit der gleichen Menge. Und wir gucken am Ende, ob die Laufhöhen und die Intensität übereinstimmen. In einem weiteren sterilen Bereich der Apotheke werden besonders individuelle Arzneimittel für Patienten hergestellt. Es handelt sich um Zytostatika, die bei einer Chemotherapie verabreicht werden. Die Rezeptur wird auf die Art der Behandlung und die körperliche Beschaffenheit der Patienten angepasst. Vor der Herstellung überprüft die Apothekerin noch einmal die Plausibilität und Kompatibilität der Therapiepläne. In diesem Raum wird die Herstellung der Zytostatika vorbereitet. Und da bekommen wir diese Programme von der Station gefaxt, diese Therapieprotokolle, und die geben wir in unser Zensi-Programm ein. Pro Jahr werden hier in der Apotheke des Klinikums mehr als 15.000 Zytostatika-Beutel hergestellt. Unter strengen Schutzmaßnahmen und unter Berücksichtigung der Produktionspläne erfolgt die individuelle Zusammenstellung dieser Infusionslösungen. Ja, das ist ein Reinraum der Klasse B, in dem sich eine Laminar-Airflow-Box befindet, der Reinraum Klasse A. Das heißt, in dieser Box selbst ist es ganz steril, keimfrei, und da werden die Zytostatika unter höchsten Reinraumbedingungen für die Patienten zubereitet. Vom Herstellungsraum gelangt das Zytostatikum schließlich über eine Schleuse wieder in die Hände der Apothekerin. Verpackt in einem Lichtschutzbeutel wird es zusammen mit dem Therapieplan auf die Station geschickt.